Könnte natürlich auch vom Skill-Level abhängen, aber ich will es noch nicht daran festmachen. Jetzt muss ich bloß gucken, wo hier die Wand war. Wow. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Meinst du? O heiliges Leuchtfeuer mit dem Schwert in dir. So, ich brauche zwei Menschlichkeit. Ziehen wir uns einfach fett Menschlichkeit rein. Wow, jo. Alter, der Rausch, sag ich dir. Wow. Richtig nice. Jetzt können wir auch wieder invaded werden. Och, freue ich mich drauf. Bringt es eigentlich irgendwas, außer Erfahrungspunkte, einen Gegner zu töten, wenn man invaded wird? Bringt es überhaupt Erfahrungspunkte? Menschlichkeit gibt's auch. Ah. Ist es das wert? Eigentlich nicht. Aber der Spaß, vergiss nicht den Spaß. Ja. Gegen jemanden mit einer 500er Ping zu kämpfen. Das macht sehr Spaß. Ja, also machst du den Ninja, habe ich gehört. Was? Du machst den Ninja, habe ich gehört. Nein, ich will erst den Boss weg haben. Ach so. Damit wir halt nicht nochmal in dieses Gebiet kommen müssen. Klar, damit wir auch nicht nochmal hier gegen alles kämpfen müssen. Aber was du mal machen könntest, ist das hier analysieren, oder? Den Ring. Ich nehme das Telefon. Gut. Tja, was ist das für ein Ring? Dark Souls, Finsterwoods Garden. Wie heißt denn der auf Englisch? Dark Root Garden. Okay, Dark Root. Bist du da hinten schon über die Brücke gegangen? Ja, ja. Alles klar. Das ist Weg 2, um rüberzukommen. Ach, da hinten sind wir gestorben. Und ich bin halt einmal an der Klippe lang gegangen zu unserer Seite. Das ist nicht Weg 2, um rüberzukommen. Echt nicht? Nee. Das ist was extra. Ich bin mal über die Brücke gegangen. Also ich muss jetzt ganz kurz laufen. So. Ey, wie frech! Hat der mir auch einer? Ja. Da gab's noch einen Weg beim Lagerfeuer, wo wir eine Seele bekommen hätten. So ja, eines namenlosen Soldaten. Ich dann jetzt kann, oh, kannst du jetzt holen? Ich wollte doch noch heraus. Ey, das sind 5 Büsche gewesen, okay? 5! Lass mich nochmal kurz gucken, ob ich das schnell finde hier mit diesem komischen Ding. Fear of the Crest of Darius Place is one of the best mid to late soul farming place by killing the clan. Soul farming ist immer gut. Also wenn du willst, könnten wir hier auch, wenn wir mit dem Endgegner fertig sind, ein paar Seelen farmen. Um nochmal ein bisschen stärker zu werden. Nur wenn du willst. Können wir machen. Dann spiele ich ganz kurz. So, oder hast du jetzt endlich herausgefunden, was der Ring macht? Nein. Dann suche ich das jetzt. Das wollte ich ja gerade. Du gibst. Im Prinzip ja, gebe ich dir keine Zeit. Entschuldigung. Tut mir leid. Immer diese Ansprüche. Muss ich hier auch noch den Endgegner fertig machen. Aber wo. Hier war doch noch irgendwo ein Path. Der stand doch rechts neben diesem. Neben der Crest Lock Door. Das ist der Path. Der hier. Nein, 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 den ich gerade da aufgetut habe. Aber irgendwo kann man doch noch so eine Nameless Soldier Seele finden. Das hast du gemeint eben gerade. Ja, geh doch mal auf den Artikel des Darkwood Garden. Gleich das erste, wenn du Darkwood Garden, Dark Souls Darkwood Garden eingibst. Okay. Hier muss noch irgendwo ein Weg sein, wo wir so eine Seele finden können, aber allerdings auch angegriffen werden von 3 Teilen. Was hast du das gesehen? Gib Dark Souls Darkwood Garden ein und dann. Welche Wiki hast du? Die Wiki.dot oder die andere? Weiß ich nicht, es ist diese Standard-Wiki, glaube ich. Ich habe jetzt die hier. Ja, das ist die. Okay. War der zweite Punkt. Ach ja, du bist jetzt da gestorben. To the right of the Crest Lock Door in is a path. If you go down that path. Geh mal zur Crest Lock Door. Moment, ich hol jetzt die Seen wieder. Kann ich sie auch gleich lassen? Ey, dann kann ich ja wieder da hingehen. Ja, dann lass den Tab halt offen, ja. Ja. Darkwood Garden, right ring. Es
könnte halt schon für Dingens sein. Der weiße Ring könnte für. Ist mir gerade eingefallen für das Addon oder für das. Okay. Was bin ich? Prepare to Die Edition, genau. Haben wir nicht die Prepare to Die Edition? Ja, yeah, deswegen. Da muss man aber vorher was machen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Easy. Du musst deine Dark Souls Milch nächstes Mal trinken. Ja. Naja, immerhin können wir jetzt an das Item da hinten. Was es auch immer sein soll. Ich mag solche Stellen nicht, wo alles leer ist. Eine Klippe und dann wirst du einfach mal von einem Adler oder einem Drachen weggeholt. Weißt du? Ach, alles klar. Wir haben jetzt östliche Sachen. Schön. Übrigens, dieser Ring ist dafür da, um deine Wunder zu verstärken, wenn man die einsetzt. Bringt uns also nichts. Den man da finden kann, oder was? Nee, dieser weiße Ring. Wenn du da in der Nähe Wunder einsetzt, wenn Wunder wirkst, also die Zauberwunder, die wir nicht benutzen, dann sind die stärker. Das ist ein Item. Das ist kein Item. Was dann? So eine Lampe. Echt? Würde ich sagen. Kann auch ein Item sein, ich weiß nicht. Na gut, ich gehe jetzt mal wieder zum Anfang, dann kannst du mir den Weg weisen. Genau. Warum müssen Wälder nur so gefährlich sein? Ah, tut mir gefallen uns jetzt nicht ans Lagerfeuer. Na gut, wir müssen ja nicht hier lang. Wir können ja dann über die kleine Burg da, weißt du? Nein, immer noch. Das geht nicht. Echt, du musst über die Brücke? Ja, du musst über die Brücke. Aber ich bin doch auch vorhin über die Brücke zurückgelaufen. Ernsthaft? Das ist connected, ja. Achso, ist doch. Ich bin da einfach runtergefallen. Von so einer Klippe und dann war ich auch schon bei der Brücke. Ach so. Ernsthaft? Ja, ohne Scheiß. Ey, irgendwer hat unsere Nachricht bewertet. Wir hatten eine Nachricht? Ja, wir haben irgendwann mal Nachrichten geschrieben. Ja, ganz am Anfang des Spiels. Das ist schon echt lange her. Alter! Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr zurückgehen. Jetzt kannst du auch eine Estus nehmen und du wirst wieder voll. Sie kommen. Alter. Aber wolltest du mir nicht zeigen, wo man da... Ja, das können wir trotzdem machen, ja, aber... Das ist doch hier am Anfang. Ja, ist es auch. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie safer ist, wenn man beim Dingens lang geht. Also, sag an. Muss ich denn lang? Also. Beim Lagerfeuer. To the right, off the right... Steh ich mal davor. Vor die Crest Door. To the right, to off the crest locked door is a path. To the right. Als sie noch geschlossen ist, also das ist links. Das ist rechts hier. Hä? Das ist links? Rechts von der Tür. Ja, von der geschlossenen Tür. Achso, von der Tür meinst du? Genau, von der großen. Ich dachte, meinst du damit die? Nee, Crest Ach so. Locked. Achso. Ja, was willst du denn da? Du bist immer noch links. Genau ja, da. Das Teil. Ja. Ist das nicht der normale Weg? Nee. Ich glaube, da sind wir schon mal lang gegangen. Ja, das ist doch der normale Weg zum anderen. Ernsthaft? Ja. Warte, ich guck. Ja, ja. Wahrscheinlich da drinnen, oder? Du so. Body with an item and booking up. Ja, klar. Spawn of ambush you. Das haben wir doch schon lange gemacht. Genau. Ja, nee, dann kennen wir das schon. Ja, brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht. Nee, dann kannst du zurückgehen. Hm. Ah, ich hol mir das Moos noch. Ja, das ist eine gute Idee. Hätte man auch mal trennen können. Diese Hinweise. If you hug the left wall instead. Eine Wand umarmen, was? Auf jeden Fall nicht mit dem rechten Typen reden, das wäre voll nett von dir. Den ja, das wäre doof. Ja, das wäre echt. Fordert also, dich dann heraus, oder? Nee, was? Nee, nicht mit Shiva reden, mit dem Typen mit dem großen Schwert. So. Das wäre echt doof, weil der ist dann halt im Bleitown dann. Ach so. Wir können den Ninja halt auch hier töten. Die Frage ist, wie machen wir das? Pizza. Man kann ihn entweder runterkicken, aber wir haben keine Waffe zum Kicken. Wir haben halt diesen Angriff. Siehst du das auch da hinten? Jo. Da geht's zum Endgegner. Jo, da ist der Boss, genau. Okay. Ach, ich sag einfach nichts. Oder? Ist das schon der Boss? Ja, das ist die Boss-Tür, oder? Sieht so unverbindlich aus wie eine Boss-Tür, finde ich. Schon unverbindlich.
Willst du mal das Gebiet absuchen? Ja, ja, nochmal in Richtung der Brücke. Also der Steinbrücke. Hm. Aber ist ja legitim. Items werden ja hier irgendwo noch rumliegen. Ich war auch mal im Legitim. Und wie ging's da so zurecht? Hm, weiß nicht. War ein bisschen komisch. Ey, guck mal, da ist ein Item. Oh, denn da unten? Links, ja. Ja. Schön! Erstmal nach links und rechts gucken, nicht, dass noch jemand ankommt. So jemand zum Beispiel. Was ist das denn für ein Vieh? Ich weiß es nicht, aber es ist böse. Es sah auch groß aus. Ich kann, soll ich es töten oder wollen wir natürlich weiter? Natürlich töten, hä? Also wenn es sich nicht angreift, dann töte es nicht. Also wenn es sich angreift, töte es und wenn es sich nicht angreift, dann... Ich glaube, der wird, das wird nicht freundlich sein, das Teil. Glaube ich auch nicht. Was ist da? Das ist so eine Katze. Das ist so eine Katze wie Dingens. Hier wie, ich habe keine Ausdauer. Alvina. Alter. Die so groß sind, Alter. Alter. Das war aber ein bisschen unfair. Hat mich noch im Sprung getroffen. Und wenn die Invisible Friends halt vorbei sind, ne? Ja. Tja, dein Problem. Hol die Seelen wieder. Dankeschön. Alter, 28.000, wenn du die nicht wiederholst. Dann gibt's Schellen, wa? Ja, leg den Ring an. Leg den Ring an, wo wir keine Seelen verlieren. Das bringt doch gerade überhaupt nichts. Doch, wir verlieren die Seelen nicht, wenn du stirbst. Aber nur, wenn ich die aufhebe vorher. Das ist richtig. Dann leg ich den an, falls du es schaffst. Ja, das ist okay. Unsere 28.000 Seelen sind gleich weg. Ja, das ist einmal hier durchfarmen, Junge. Einmal alles killen. Das ist, Das darfst du dann aber auch machen. Ich hab gedacht, ach, Moment, dann schaffen wir ja nicht mal den ersten Ritter. So ein Mistkerl heute. Ach, schon die ganze Zeit, ne? Ja, heute habe ich es irgendwie damit. Tut mir auch leid, aber eigentlich auch nicht. Du bist so ein Mistkerl, ey. Ja, musst doch nichts weiteres machen, als die Seelen aufsammeln. Also ganz ruhig ran, erstmal ausweichen. Weißt du, dass er auf dich zugestürmt kommt mit einem riesigen Mega-Mod-Speed-Monster-Angriff? Ja, mit diesem Roll-Attacke da. Wo war denn das Vieh? Du musst erstmal da weiter, genau. Halt dich an dem linken Rand, an der linken Klippe, genau. Oder ist es das da oben? Nein, das ist ein Stein. Ach so. Aber du musst weiter in die Richtung. Das ist so typisch, oder? Das ist ein Stein, keine Sorge. Ist das ein Frosch? Alter, ich habe gerade voll Paras. Du musst nur da runter. Guck mal, da, das ist richtig. Da musst du runter und dann dazwischen. Da hinten siehst du auch schon unsere Seele. Ich würde an deiner Stelle rennen. Wo sind die Seelen? Ich sehe die nicht. Da hinten. Renne. Einsammeln. Und jetzt kämpfen. Wo ist das Vieh? Wo bist du? Da. Ey, ich bin gesprungen. Ey, komm, du hast nicht so viel Schaden genommen. Mistvieh. Hinter dir. Also wenn du den tötest, kriegst du mal von mir heute den Award des Spieler des Tages. Ist das wert? Wenn er von dir kommt? Keine Ahnung, Anerkennung. Nicht ganz gefailt zu haben. Ey, bleib doch mal anvisiert, Riesenvieh. Ja komm, das sieht gut aus. Nö, ich finde das Vieh sieht scheiße aus. Immer schön zur Seite gehen. Angriff. So, ich krieg... Wir haben einen Spieler des Tages, hey! So schön war das Vieh. War ja gar nichts. Warte, da sind ja noch zwei. Ach so! Da hab ich dir übrigens schon gesagt, dass du den nur bekommst, wenn du drei tötest. Denk dran, hinter dir ist irgendwann noch eine Klippe. Ach so funktioniert das also. Du kannst auch wegrennen. Ja. Ich wär dir nicht böse. Ich wär mir auch nicht böse. Dark Souls, 100% Dark Souls. Aber sowas von. Alter. Alter, ich mach den Boss jetzt, ey. Tötest du eine, kommt zwei nach. Ja, deine Mom. Das ist ja wie eine Hydra. Ja. Bei der Hydra ist es übrigens so, wenn du die Köpfe danach abschlägst, dann wachsen die nicht nach. Ist ja voll oldschool. Nicht. Nicht. Ey, was ein Kackvieh. Ich glaube, ich gehe da nochmal hin und töte die. Kannst du gerne versuchen. Das ist... Willst du jetzt nicht noch den Ring anlegen? Haben wir einen Ring, den wir entbehren können? Diese Opferringe halt, ne? Was haben wir denn für den zweiten Ring? Wir haben den Blutring, den brauchen wir beim Bossen nicht. Also ich, wenn du willst, kann ich ruhig, wäre mir ehrlich gesagt lieber. Hier so einen Ring der Opferung anlegen, hier den hier. Kein Verlust bei Tod, aber ja. Nicht. Obwohl es halt... Ja gut, dann können wir halt leveln, wenn wir wieder da sind. Genau. Ist okay.
Das könnte heute dein erster Endgegner werden. Streng dich an. Ja.